Großmutter Schweinefleischröllchen mit Sauerkraut. Wie dieses herrliche Gericht ganz einfach funktioniert, zeigen wir euch in diesem Video. Wenn meine Großmutter Schweinefleischrouladen mit Sauerkraut gemacht hat, in dieser netten Tomatensoße, standen wir Gewehr bei Fuß. So ein leckeres Essen, das ganze Haus hat danach geduftet. Wenn wir das heute nachkochen wollen, brauchen wir nur wenige Zutaten. Ein bisschen Schweinefleisch, und zwar nehme ich das gerne aus dem Rücken, also im Prinzip kleine Schnitzel, die habe ich schon ein wenig plattiert. Unsere Tomatensoße, wie die funktioniert, blenden wir jetzt gerade mal eben ein, das ist unsere eigene. Dann eine kleine Dose Sauerkraut zum Füllen nachher für unsere Röllchen. Ein bisschen Senf, ich habe ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Paprikapulver, edelsüß. Unsere kleinen Schnitzel, die wollen wir jetzt füllen. Dazu wollen wir sie erst einmal würzen. Das machen wir ganz traditionell mit ein wenig Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer sind auf den Schnitzeln verteilt von einer Seite. Ich habe jetzt hier 2 Teelöffel Senf und 1 Teelöffel von unserem Paprikapulver. Das Ganze vermische ich jetzt. Diese Paste verteilen wir jetzt gleichmäßig auf unseren kleinen Schnitzeln. Reicht vollkommen. Auf unsere Röllchen geben wir jetzt ein wenig Sauerkraut. Da würde ich das jetzt nicht übertreiben, weil sonst könnt ihr sie schlecht rollen. Und erfahrungsgemäß macht es auch Sinn, jetzt nicht die komplette Scheibe mit Sauerkraut auszustreuen, sondern nur so in der Mitte ein bisschen was reinzugeben. Das machen wir bei allen 4. Jetzt brauchen wir nur noch unsere kleinen Röllchen aufzurollen und es empfiehlt sich wirklich jetzt, so eng wie möglich, ich mache das mal extra, damit die Kamera das ein bisschen besser sehen kann, also wirklich super eng und super stabil aufrollen, das macht uns nachher das Anbraten ein bisschen leichter. Sauerkraut so ein bisschen reinschieben und nur aufrollen. Mehr brauchen wir jetzt nicht tun. Das machen wir wieder bei allen 4. Diese Anschnitte hier, wo das so überlappt, die lege ich jetzt so zusammen, dass die sich nochmal gegenseitig halten. Und jetzt nehme ich unsere Rouladennadeln oder natürlich geht zu Hause auch ein Zahnstocher und spieße die von beiden Seiten, also links und rechts, nur noch rein. Dann haben wir so eine kleine Pakete, dann können wir sie nachher wunderbar drehen und anbraten. So, diese gewürzten Rouladen braten wir jetzt von beiden Seiten an, dass sie schön ein bisschen Farbe bekommen. Nur so eine schöne kleine Farbe. Kommen sie gleich rein in eine kleine Auflaufform. Und in die heiße Pfanne geben wir jetzt sofort die Zwiebeln dazu und braten die in diesen Röststoffen noch einmal mit an. Und da gebe ich das restliche Sauerkraut dazu, weil das wäre ja ein Jammer, wenn das nicht mit unser Essen hineinkommen würde. Und auch das geben wir jetzt hier auf unsere Rouladen oder besser gesagt so dazwischen. Und diese Kokotte schieben wir jetzt bei 160 Grad für 45 Minuten in den Ofen. Und dann schauen wir mal nach, wie lecker das dann aussieht. Ab in den Ofen. 45 Minuten sind rum und da köchelt etwas. Carmen, was sagst du dazu? Das sieht lecker aus und es riecht sehr, sehr gut. Oh, und es ist high. Da sind sie. Unsere kleinen Schweinefleischröllchen sind jetzt gar gezogen. Wir ziehen mal die Spieße raus. Mir läuft schon wieder das Wasser im Munde zusammen, weil es so lecker duftet. Carmen, hast du das auch in der Nase? Ja, auf jeden Fall. Weil ich habe so einen Hunger schon wieder. Und dazu jetzt ein Kartoffelpüree, eine gebratene Kartoffel oder unsere Kartoffelmuffins. So, schaut mal, so sieht es jetzt aus. In der Mitte das Sauerkraut und das wollen wir jetzt mal probieren. Lecker, lecker, lecker. Einfach. Lecker, schnell, günstig. Mein liebes Köcheherz, was willst du mehr? Sehr häufig werden wir gefragt, mit welchen Messern, mit welchen Öfen, mit welchen Pfannen wir arbeiten. Wir haben eine neue Seite eingerichtet. Der Link ist unten eingeblendet. Da könnt ihr mal raufgehen und da seht ihr alle unsere Werkzeuge. Carmen hinter der Kamera und ich vor der Kamera. Wir sagen Dankeschön, wir haben euch lieb und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.